Sagen Sie mal, was Sie wirklich wissen. Sie sind ein Verleumder, nichts anderes sind Sie. Und das beweisen Sie heute Abend wieder. Gut, und nun klagen Sie doch mal dagegen, dass ich Sie einen Verleumder genannt habe vor Millionen Zuschauern. Sie haben uns ja schon verklagt und wir werden vor Gericht feststellen, wer recht hat. Ein journalistisches Standgericht. Henry Nannen, der Chef des Stern, kämpft 1970 im ZDF um seine Ehre. Es geht um seine Vergangenheit im Dritten Reich. Mich wollten die Nazis nicht haben, Herr Löwenthal. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Widerstandskämpfer war. Ich wäre vielleicht ein ganz guter Nazi geworden. Ich war jung und war nicht gerade krumm gewachsen. Nannens Verhalten ist typisch für seinen Berufsstand. Die Journalisten, die Aufklärer der Nation, winden sich, wenn es um die eigene Vergangenheit geht. ...1933, Machtergreifung der Nationalsozialisten. Josef Goebbels wird zum Herren über die deutsche Medienindustrie. Film und Funk, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, alles wird zensiert, kontrolliert, gleichgeschaltet. Neben der Parteipresse erscheinen viele bürgerliche Zeitungen weiter, doch ihre Redaktionen sind gesäubert. Spätestens 1935 gibt es nur noch Nazi-Blätter mit mehr oder weniger angepassten Nazi-Journalisten. Nun heißt es fett und knapp, die Presse ist dem deutschen Volke verpflichtet. Das gilt auch für den Rundfunk. Die Stärke eines guten Rundfunkprogramms liegt in der richtigen Dosierung zwischen Unterhaltung, Freude, Belehrung, Erziehung und Politik. Experimente gehören ins Laboratorium und nicht vor die Millionenschar der Rundfunkhörer. Die ganze Vorstellung, dass die Nazi-Publizistik so brutal und so ordinär und so abscheulich ist wie der Stürmer von Herrn Streicher, hat nicht gestimmt. Sondern es waren überall Leute, die versuchten, ihr Niveau zu halten. Und das ist natürlich das Unglück gewesen. In München, in der Sendlinger Straße, erscheinen die Münchner neuesten Nachrichten. Eine bürgerliche Zeitung, 1933 gleichgeschaltet. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler sorgt dafür, dass ein junger Journalist mit 26 Jahren leitender Redakteur bei der Zeitung wird, Dr. Giselher Wirsing. Der Nationalökonom hatte bereits in der Weimarer Republik von einem germanischen Großraum geträumt. So war er als Rechtsaußen aufgefallen. Den Nazis hat sich der ehrgeizige Wirsing rasch angeschlossen. Die Münchner neuesten Nachrichten werden Adolf Hitler täglich vorgelegt. So ist Giselher Wirsing im Dritten Reich ein Spitzenjournalist, ein einflussreicher Wortführer von Hitlers Außenpolitik. Seine Bücher über Deutschlands Rolle in der Weltpolitik sind Bestseller. Zu Hitlers 51. Geburtstag verfasst er einen Jubelartikel, in dem er den Führer als großen Feldherrn feiert. So schreibt sich Dr. Wirsing schon in jungen Jahren nach oben. Seine Gönner bei der SS sind stolz auf ihn. Er hält stets gute Kontakte nach Berlin. Nicht nur zur SS und zu deren Sicherheitsdienst, auch zur Abwehr, dem Geheimdienst der Wehrmacht. Seine zahlreichen Auslandsreisen, sein viel gerühmter scharfer Blick machen ihn zu einem begehrten Informanten. 1938 reist Wirsing nach Palästina im Auftrag der SS. Sein Buch Engländer, Araber und Juden in Palästina, gewöhnlicher Antisemitismus. Das Judentum in Palästina hat so viele Gesichter wie die jüdische Rasse rings in der Welt. In der Altstadt von Jerusalem sitzen hart neben den engen arabischen Vierteln die orientalischen Juden in ihren kleinen, schmutzigen, offenen Läden. Bereits 1936 ist Wirsing in die allgemeine SS eingetreten, in den schwarzen Laienorden der braunen Diktatur. Hier wird er zum SS-Hauptsturmführer befördert. Zwei Jahre später bringt er es gar zum Sturmbandführer.
Nach 1939 werden tausende Journalisten in den Propagandaapparat der Wehrmacht eingegliedert. Die meisten von ihnen jung und begeistert. Einer heißt Henry Nannen. Er wird Kriegsberichter bei der Luftwaffe. Den neuen Junkers-Bomber feiert er im Rundfunk so. Jeder Schlag ist ein Schlag gegen England. Und jeder Takt ist ein neues Schwert in der Hand der deutschen Luftwaffe. Sie hörten Frontberichte der Propagandakompanie. Als das Blatt sich wendet, bieten die Kriegsberichter Durchhalteparolen. Manche von ihnen schreiben für die Kriegsbücherei der deutschen Jugend, Abenteuergeschichten für die Hitlerjugend, vormilitärische Ausbildung auf dem Papier. Auch hier ist Henry Nannen mit dabei. Wir kennen doch Ihre Artikel alle. Ich könnte Sie jetzt alle in großen Bänden herbringen. Naja, soll ich Ihnen jetzt aber die Jubelartikel Ihres Intendanten, wir reden nicht von Jubelberichten. Da sind Ihre aus dem Völkischen Beobachter mit Sicherheit sehr viel schlimmer. Ich habe nie einen Bericht von Ihrem Völkischen Beobachter am 6. Sehr wohl erscheinen Artikel des Kriegsberichters Nannen in der Nazi-Parteizeitung Völkischer Beobachter. Juni 1941, der Angriff auf Russland. Hitlers Journalisten propagieren die Vernichtung des jüdischen Bolschewismus, so der NS-Jargon, und die Eroberung sogenannten Lebensraumes im Osten. Die endlosen Marschkolonnen des deutschen Heeres sind wieder in Bewegung. Im Juli 1941, die Wehrmacht erobert Smolensk. Ganze Stadtteile des hart umkämpften Smolensk stehen in hellen Flammen. In erbitterten Straßenkämpfen dringen unsere Truppen am 16. Juli in die Stadt ein. Zwei Wochen lang behauptete die sowjetische und britische Lügenpropaganda, Smolensk befinde sich noch in bolschewistischer Hand. Den Kampftruppen folgt die Einsatzgruppe B der SS. Tausende Juden in und um Smolensk werden von dieser Terroreinheit ermordet. Der Einsatzgruppe unterstellt ist das Vorkommando Moskau. Es soll die Führer der Partei Stalins unschädlich machen und die Archive der Bolschewisten sicherstellen. Zum Vorkommando Moskau gehört auch der 27-jährige SS-Offizier Horst Mahnke, ein Zeitungswissenschaftler aus der Abteilung Gegnerforschung des Reichssicherheitshauptamtes. Der junge Mann gilt als Kommunismusexperte im Terrorapparat der SS. Frühjahr 1943. Hitlers Armeen im Osten treten den Rückzug an. Giselher Wirsing wird Chef der Propaganda-Illustrierten der Wehrmacht. Das Bilderblatt für Millionen deutsche Frontsoldaten, aber auch für das befreundete Ausland, trägt den Titel Signal. In fast jeder Nummer ein weltpolitisch wegweisender Artikel, von Giselher Wirsing persönlich verfasst. Der Krieg in Signal, das ist ein Abenteuer in Farbe. Harte Männer, fremde Länder, dazwischen auch ansehnliche Frauen. Signal, eine moderne Illustrierte in Millionenauflage. Signal, später Vorbild für so manches Presseprodukt der Nachkriegszeit. Auf die bereitet sich auch der Redaktionsleiter vor. Nach Stalingrad hat Wirsing, wie viele andere Nazis auch, gemerkt, dass Hitlers Reich nicht dem Endsieg, sondern dem Untergang entgegentaumelt. Er schreibt Artikel über den Dritten Weltkrieg, die Zukunft, in der sich das neue Europa gegen den Bolschewismus stemmen soll. Gerade noch rechtzeitig passt er sich der veränderten Lage an. Später wird ihm das Vorteile bringen. Hitlers Star-Journalist, ein intelligenter Mann, ist zum zweiten Mal rechtzeitig umgeschwenkt. Mai 1945. Hitlers Nazireich liegt in Trümmern. Ganz oben auf dem Programm der Sieger steht die Zerschlagung des Propagandaapparates. Darin sind sich die Alliierten in Ost und West einig. Vom Chefredakteur bis zum Platzanweiser im Kino. Keiner, der den Nazis gedient hatte, soll wieder eingestellt werden. Als Presseoffiziere kehren auch deutsche Emigranten in ihre Heimat zurück. Wir sind nach Deutschland gekommen, mit der Aufgabe zu helfen,
in Deutschland wieder eine Art freie Presse zu schaffen. Und das wurde von wesentlichen Teilen der deutschen Bevölkerung positiv aufgenommen, weil die westlichen Alliierten hauptsächlich mit ihren Blättern es vermieden haben, richtige Propaganda zu machen, sondern weil sie einfach Informationen gaben. Wir kriegten eine saubere Presse, eine Nachrichtenpresse. Wir waren aber alle gewöhnt an eine Meinungspresse. Ich habe die ersten Zeitungen gelesen, so, wer sagt mir denn, was das heißt? Ich wusste gar nicht, was ich mit den Dingern anfangen sollte. Und mir ist es nicht nur alleine so gegangen. Für einen historischen Augenblick sieht es so aus, als ob von nun an alles anders wird. Der Schock sitzt tief bei den Überlebenden des Krieges und der Diktatur. Viele glauben an die Stunde Null. Und gerade beim Aufbau von Presse und Rundfunk sind die Maßstäbe streng. Nur mit einer Lizenz der Sieger dürfen ausgewählte Deutsche jetzt eine Zeitung machen. Doch die wird sehr unterschiedlich vergeben. Die Franzosen, die haben in alle Zeitungen anfangs ihre Leute oben drum reingesetzt. Und wer dann da mitgearbeitet hat, es war einen mehr oder weniger, wurscht ist übertrieben, aber es war ihnen, was für sie nicht so wichtig. Die Briten waren ein bisschen vorsichtiger. Dennoch gab es auch bei den Briten die Tendenz zu sagen, wichtig ist, dass wir anständige Blätter kriegen. Die Vergangenheit der Leute, wenn sie nicht besonders schlimm war, die ist uns gleichgültig. Die Amerikaner waren da ganz anders. Von Amerika kam die Befürchtung, dass wenn man nicht rigoros jeden Kontakt vermeidet mit Leuten, die während der Nazizeit Zeitung gemacht haben oder Ähnliches getan haben, dann kommt der alte Geist wieder rein. In der Gießerei findet eine Handlung von symbolischer Bedeutung statt. Die bleierne Gussform von Adolf Hitlers Mein Kampf wandert in den Schmelzofen. Aus dem Blei des Hitlerbuches entsteht die Druckplatte der ersten freien Zeitung Bayerns. Die erste Nummer der Süddeutschen Zeitung ist fertiggestellt. Die Alliierten kamen hierher mit hehren Zielen, aber wussten gar nicht, wie sie, also Entnazifizierung und Demokratie und Rechtsstaat schaffen, wussten aber gar nicht, mit welchen Leuten sie das machen wollten. Da gab es natürlich ein paar Emigranten, die brachten sie mit, okay, die wurden eingesetzt, aber das war ja nicht viel. Sie mussten also auf das zurückgreifen, was an Material, an Leuten da war. Als die Amerikaner in Bayern einmarschieren, kriegen sie auch Giselher Wirsing zu fassen. Der prominente Nazi-Journalist sieht sich nun als politischer Verbrecher behandelt. Diese Fotos zeigen einen Enddreißiger am Ende seiner Karriere. Automatischer Arrest, Berufsverbot, ungewisse Zukunft. Wirsing, der Rastlose, wird von den Alliierten stillgestellt. Er hat Angst. Er bietet sich bei den Amerikanern an, will das besiegte Deutschland nun gar den USA angliedern. Es nützt ihm nichts. ...1946 wird er in das Lager Bad Nenndorf verlegt. Hier hat der britische Geheimdienst besonders wichtige Gefangene interniert. Die Wärter sind nicht zimperlich. Es kommt zu Misshandlungen. Die hier sind, fühlen sich als Opfer, nicht als Täter. Auch Horst Mahnke sitzt hier ein, der SS-Offizier vom Vorkommando Moskau. Die Briten beschuldigen ihn, einen Geheimbund ehemaliger SS-Führer aufbauen zu wollen. Unweit von Bad Nenndorf, Hannover. Ein Wahrzeichen der Stadt ist bei Kriegsende unzerstört. Das Anzeigerhochhaus. In den frühen Nachkriegsjahren wird der Turm zu einem Zentrum der deutschen Presse. Wieder mit dabei, Henry Nannen, inzwischen 32 Jahre alt. Er bekommt Lizenzen für verschiedene Zeitungsprojekte. Von seinen Mitarbeitern wird er bewundert. In erster Linie ist seine angeborene Autorität außergewöhnlich gewesen.
eine blendende Erscheinung, sehr einnehmende Erscheinung, ein sehr wacher Verstand, ein Mann, der eine unheimlich schnellen Auffassungsgabe war, der ein eloquenter Typ war, genauso schnell redete, wie er schrieb. Nannen und seine Mannschaft wollen etwas vollkommen Neues machen. Mit 5 Mitarbeitern gründet er 1948 den Henry Nannen Verlag. Wir hatten damals schon vor, wir wollten ein Magazin machen und hatten das eigentlich schon in der Vorbereitung und in der Schublade. Wir saßen da eine halbe Nacht zusammen und überlegten, wie nennt man diese Zeitschrift. Der Stern ist den Titel Stern gab es schon. Das war eine Filmzeitschrift in der Nazizeit. Henry Nannen erinnert sich ganz anders an die Namensfindung. Seine Version klingt viel poetischer, wahrscheinlich ist sie aber nicht wahr. Hannover war damals eine Stadt mit Flüchtlingen, der Bahnhof war ein ungeheures Tohuwabohu, die Stadt war zerstört. Und ich sagte ihm so ein wenig versonnen, wissen Sie, man müsste eigentlich der Jugend so etwas wie einen Stern der Hoffnung, Moment mal, sag ich Stern, das wäre ein guter Titel. Der Stern blüht und gedeiht, obwohl die Konkurrenz groß ist. Ebenfalls im Anzeiger Hochhaus in Hannover, im Januar 1947 schenken die britischen Presseoffiziere einem jungen Mann von 25 Jahren ihr Vertrauen und eine Lizenz. Rudolf Augstein. Sein Blatt heißt zunächst Diese Woche, dann Der Spiegel. Die Redaktion arbeitet buchstäblich bis zum Umfallen. Ich erinnere mich, dass ich bin morgens gefunden worden, eingeschlafen auf dem Schreibtisch, weil wir ja ziemlich hungerten, eine Zeit lang, nicht? Jahrzehntelang sollte der Journalist und Verleger Rudolf Augstein den Kurs seines Spiegel bestimmen. Ein kritisches Nachrichtenmagazin wie in Amerika. Der Spiegel, die Neuerung im deutschen Journalismus. An seinem Stil scheiden sich die Geister von Anfang an. An den Inhalten auch. Sturmgeschütz der Demokratie wird der Spiegel später genannt. Ein Ehrentitel für die einen, eine Spottbezeichnung für andere. Schwarzhandel zur See. Ein Schiff mit schwarzer Ladung wurde bei der Einfahrt in den Hafen aufgebracht. Über 800 Tonnen Lebensmittel wurden sichergestellt. Hafen Hamburg. Hier blüht der Schmuggel und der Schwarzhandel. Hier beginnt auch die zweite, die Medienkarriere des Mannes aus dem Terrorapparat der SS, Dr. Horst Mahnke. Nach dem Internierungslager Bad Nenndorf hat der ehemalige SS-Offizier eine Stelle als Werbefachmann im Hamburger Kaffeekontor angenommen. Doch der Hamburger Hafen ist für ihn nur eine Zwischenstation. Dem Spiegel liefert er, als Kenner des schwarzen Geschäfts mit den braunen Bohnen, die heißen Informationen für die Serie Am Kaffeehandel beteiligt. Sein Engagement zahlt sich aus. Rudolf Augstein findet Gefallen an Mahnke. Auch braucht er Leute für knallige SS-Stories. Mahnke wird Redakteur beim Spiegel. Deutschland nach dem Krieg. In die Kirchen ohne Dach strömen die Menschen, die kein Dach mehr über ihrem Leben haben. Hier suchen sie Trost und Hilfe. Das Hilfswerk der evangelischen Kirche kümmert sich um Kriegsopfer, aber auch um Kriegsverbrecher. An seiner Spitze steht ein Mann mit Verbindungen zum Widerstand des 20. Juli, Eugen Gerstenmaier, der spätere Präsident des Bundestages. Er gründet 1948 Christ und Welt. Hier im Stuttgarter Osten arbeitet die Redaktion der Wochenzeitung. Kein braves Kirchenblatt will man machen, sondern für die deutschen Interessen kämpfen. Die Redaktion des Protestantenblattes entwickelt sich schnell zu einem Auffangbecken für Journalisten mit Vergangenheit. Gründungsvater Gerstenmaier bestärkt die Zeitung in ihrer nationalen Linie und die Redakteure in ihrer Kritik an den Besatzungsmächten. Die amerikanischen Presseoffiziere betrachten diese Entwicklung mit Argwohn, stufen Christ und Welt als verkapptes Naziblatt ein. Der Gerstenmaier hat uns immer erzählt, also es kommt nicht so drauf an, dass wir predigen, sondern dass wir den evangelischen Christen, und damals waren es ja wahrscheinlich eine große Menge, sagen, wie sie sich politisch verhalten müssen.
Christ und Welt kämpft gegen die Besatzungspolitik, gegen die Demontage der deutschen Industrie. Das Elend der Flüchtlinge wird dazu benutzt, die Deutschen als Opfer, nicht als Täter darzustellen. Willkürjustiz werden die Todesurteile der Sieger gegen deutsche Kriegsverbrecher genannt. Selbst die Todesurteile gegen Einsatzgruppenführer der SS. Unter einem Decknamen schreibt auch er für Christ und Welt, Giselher Wirsing. Erst 1950 gelingt es ihm, wie manchem seiner alten Kameraden auch, sich dem Zugriff der Alliierten zu entziehen. Für sein Spruchkammerverfahren hat er einige Persilscheine zusammengebettelt, Entlastungszeugnisse für Nazitäter, sogar von jüdischen Ex-Kollegen. Jetzt zahlt sich aus, dass er kurz vor Kriegsende auf Distanz zu Hitler gegangen war. Nach mehreren Berufungsinstanzen wird er als Minderbelasteter zu 500 Mark Geldstrafe verurteilt. Dr. Giselher Wirsing kann nun seine Nachkriegskarriere einläuten. Er wird 1954 Chefredakteur von Christ und Welt. Also Wirsing war ja an sich ein unerhört höflicher Mensch. Viele haben so gesagt, ist wie ein Gentleman, tritt er auf. Er hat eine sehr leise Sprache gehabt, war nie autoritär. Das ging reibungslos. Hamburg. In das Pressehaus am Speersort zieht 1952 der Spiegel. In diesem Gebäude sitzen auch der Stern und die Zeit. Überall arbeiten Unbelastete und Emigranten mit ehemaligen Nazis zusammen. Beim Spiegel ist Dr. Horst Mahnke, der SS-Hauptsturmführer vom Vorkommando Moskau, inzwischen Chef der Auslandsredaktion. Konrad Adenauer beherrscht mit wenigen Ausnahmen Presse und Funk der 50er Jahre. Und die Wochenschau gehört sowieso der Regierung. Der Bundeskanzler, stürmisch bejubelt, gab vor der in- und ausländischen Presse eine Erklärung ab, in welcher er unter anderem sagte: Waldschlacht ist nur zu Ende, der Erfolg sticht klar zu Tare. Wichtige Journalisten versammelt Adenauer zu seinen vertraulichen Teegesprächen. Nicht der Tee, die Macht ist die Droge, der diese Journalisten verfallen sind. Und ihre Eitelkeit. Das war ein besonderes Privileg, wenn man beim Kanzler zu den Teegesprächen gehörte. Und wenn Sie die Protokolle heute lesen, dann kann ich also nur Schreckliches empfinden, dass Journalisten sich dazu zum Teil hergegeben haben, den Kanzler politisch zu beraten, wie er mit der Öffentlichkeit und der Presse umgehen soll. Das ist nicht Aufgabe der Journalisten. Da ist eine Schwelle überschritten, die mit freiem Journalismus meiner Meinung nach nichts zu tun hat. Adenauer hat das aber skrupellos genutzt. Herr Bundeskanzler, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sich nicht grundsätzlich der Erörterung eines Friedensvertrages mit Deutschland widersetzen würden? Der Erörterung eines Friedensvertrages mit zwei deutschen Staaten, der würden wir uns widersetzen. In der Ära Adenauer gibt es kaum eine kritische Presse. Daran sind die Journalisten mitbeteiligt. Nicht wenige Blattmacher nutzen die Gunst der Stunde. Sie biedern sich wieder bei den Mächtigen an. Auch Giselher Wirsing. Es ist sogar auch vorgekommen, dass er Artikel geschrieben hat, Adenauer vorgelegt hat und gefragt hat, ob die unter Adenauers Namen in Christ und Welt erscheinen könnten. Doch auch andere Chefredakteure suchen die Nähe der Staatsmänner. Als Adenauer 1955 Moskau besucht, begleitet ihn ein ganzer Tross von Journalisten. Keinem gelingt es, sich so in Szene zu setzen wie Henry Nannen vom Stern. Er schafft es sogar, auf diesem Foto ganz vorne mit dabei zu sein. Das bringt Auflage, meint der Chefredakteur. Noch ist der Stern politisch eher brav, wie die meisten Blätter. Das Bundespresseamt in einer Bonner Kaserne soll dafür sorgen, dass dies auch so bleibt. Doch lässt sich kaum vermeiden, dass Adenauers Politik im Ausland und manchmal selbst im Inland publizistisch bekämpft wird.
Im Keller des Bundespresseamtes lässt Adenauer Rundfunksendungen abhören. Kritik missfällt dem Chef. Er sucht nach Möglichkeiten, die bundesdeutsche Presse an die kurze Leine zu nehmen. Der Spiegel meldet, ein Überministerium für Propaganda solle geschaffen werden. Adenauer wolle, so wörtlich, eine Art demokratischen Jöbbels. Dass eine freie Presse so nicht funktioniert, begreifen selbst die regierungstreuen Journalisten. Sie protestieren. Mit Erfolg. Hans-Edgar Jahn, der spätere CDU-Abgeordnete, kommt Adenauer zu Hilfe mit seiner Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise, ADK. Sie macht Propaganda für die Regierung, bei Hundezüchtern, ehemaligen Soldaten, Studenten, kurz in allen Teilen der Gesellschaft. Jahn organisiert die Mitglieder der ADK, darunter auch viele Journalisten. Referenten werden in alle Winkel der Republik geschickt. Geld spielt keine Rolle. Die Regierung zahlt reichlich für ADK-Aktivitäten. Keiner will damals Jahns Vergangenheit als NS-Führungsoffizier und Pseudowissenschaftler gekannt haben. Er hat ein übles antisemitisches Machwerk verfasst, der Steppensturm. Da ist die Rede von der ganzen Erbärmlichkeit der bolschewistisch-jüdischen Rassenseele. Der Antibolschewismus verhilft ihm auch in der Bundesrepublik zu einer Karriere als Chefpropagandist. Naja, das war ein raffinierter, engagierter Kenner des Antikommunismus. Adenauer machte aber eine Westintegrationspolitik. Und dadurch musste er gegen den Osten, gegen den kommunistischen Osten kämpfen und brauchte Leute, die darin Erfahrung hatten. Da passte der Jahn 100% hinein. Da fragte man nicht sehr intensiv nach, was seine Vergangenheit war. Mittel und Methoden der ADK stammen aus der NS-Zeit. Die Filmwagen der Organisation Kraft durch Freude zum Beispiel werden von Jahns Leuten einfach nachgemacht. Bezahlt wird dies mit Steuergeldern aus dem Etat des Kanzleramtes. Die Propagandisten der Demokratie bringen schlichte Botschaften unter die Leute. Dreh- und Angelpunkt ist stets der Antikommunismus, das einigende Band zwischen alten Nazis und jungen Demokraten. Und die DDR liefert reichlich Vorwand, um sie so darzustellen. Vergessen sind die Schicksalsschläge. Statt Klageliedern tönt Konzert. Man geht vergnüglich seiner Wege, doch plötzlich ist der Weg versperrt. Ein kleiner Schritt und man ist drüben. Dort steht die Welt in anderem Licht. Dort wird zwar auch noch Deutsch geschrieben, doch man versteht die Worte nicht. Man schaut sich um und sieht dasselbe. Man ist in Deutschland und doch fremd. Nun sehnt man sich nach links der Elbe, weil einem rechts der Atem klemmt. Eine deutsche Funkzeitschrift ist Millionär geworden. Axel Springer, der Verleger der Wirtschaftswunder-Ära, kein Nazi. Seinen Erfolg verdankt er vordergründig unpolitischen Blättern wie der Hör zu. So, Herr Springer. Und das ist nun das millionste Exemplar. Vielen Dank, Herr Rhein. Aber heute sind es schon 1.055.712 Exemplare. Ja? Doch auch unter dem Dach von Springer, mitten in Hamburg, will die Vergangenheit nicht ruhen. Ende der 50er Jahre erschüttert ein Skandal den Konzern. Kristall. Die außergewöhnliche Illustrierte, so die Springer-Werbung. Die Redaktion besteht zum Großteil aus jungen, engagierten Leuten. Die Leser hängen oft noch der braunen Vergangenheit nach. Ein Problem nicht nur für Kristall. Schlecht und recht versucht die Führung des Verlages, diese Kluft zu überbrücken. Mädchen ohne Uniform heißt die Reportage über junge Frauen in Afrika. Ein wenig Sex für die alten Soldaten, ethnologisch getarnt, nachdem die Mädchen in Uniform gerade passé sind. Dann und wann kommt auch eine schöne Jüdin auf das Titelblatt. Man will modern sein. Doch die Auflage steigt nur, wenn sogenannte Tatsachenberichte über den Zweiten Weltkrieg zu lesen sind, die Wüstenfüchse und später Unternehmen Barbarossa.
der Autor dieser Serien ein ehemaliger Nazi-Pressefunktionär, Paul Karell, eigentlich Dr. Paul Karl Schmidt, SS-Sturmbannführer mit Diplomatenpass. Joachim von Ribbentrop, Hitlers Außenminister, war sein Chef. Karell schrieb vorwiegend über Krieg und Kriegsereignisse und machte damit offenbar Auflage. Ich weiß, er wurde immer mit Glacé-Handschuhen angefasst und der Chefredakteur futterte ihm aus der Hand. Sie brauchen nur die Geschichten nachzulesen, die dann in Kristall gestanden haben. Da zeigt sich doch, dass der deutsche Soldat ein hervorragender Kämpfer war. Und die deutschen Offiziere haben fast alles richtig gemacht, wenn der Führer nicht immer dazwischen gefunkt hätte. Also da kommt doch ein gewisser Konservativismus zum Ausdruck, was mir heute gegenwärtiger ist als damals. Ich kriegte den Auftrag, seine abgelieferten Artikel oder Serienfolgen zu redigieren, druckfertig zu machen. Und bei der dritten oder vierten stolperte ich über den Satz, die Nacht wird bevorzugt von Dieben, Prostituierten und Angreifern. Und in diesem Fall, die Engländer griffen natürlich 1944 nachts an. Diesen Satz habe ich gestrichen und habe gesagt, nur über meine Leiche bleibt dieser Satz drin, und ging zum Chefredakteur und der sagte, der Satz bleibt drin. Und daraufhin habe ich gesagt, dann muss ich hier gehen, wenn das wichtiger ist. Und wir waren nachher 5 Leute, die gingen, weil wir alle, das wurde dann ein richtig politischer Eklat. Axel Springer lässt in Hamburg alle Zeitungen, die über den Skandal bei Kristall berichten, aufkaufen. Er, ein erklärter Freund Israels, kann sich Berichte über Ex-Nazis im eigenen Haus nicht leisten. Das war nicht gern gesehen, dass durch Kristall überhaupt sein Haus hier in Beruf kam, alte Nazis zu beschäftigen. Aber er hat in späteren Jahren Paul Karell durchaus in seinen engen Beraterstab hineingezogen. Als neuen Chefredakteur von Kristall setzt Springer einen Mann ein, den er dem Spiegel abgeworben hat. Niemand anderen als Horst Mahnke, inzwischen 46 Jahre alt. Von dessen Vergangenheit ahnt Springer nichts. Und Mahnke beschäftigt Karell weiter. Beide steigen zu engen Mitarbeitern des Verlegers Axel Springer auf. Horst Mahnke und Paul Karell, zwei SS-Führer, arbeiten nun Tür an Tür mit jüdischen Emigranten wie Hans Wallenberg und Ernst Kramer. Keine Grundsatzentscheidung in diesem Haus wurde gefällt, die nicht durch Springers Büro ging, wenn sie nicht gar von Springers Büro initiiert worden ist. Nicht? Und da hat Mahnke eine Zeit lang doch sozusagen in diesem Büro an diesen Entscheidungen und Überlegungen mitgewirkt. Der Höhenflug Mahnkes wird schließlich gestoppt. Ende der 60er Jahre erfährt Axel Springer, dass Mahnke SS-Offizier bei der Einsatzgruppe B war. Dem Verleger gelingt es, die Sache geheim zu halten. Wie das dann rauskam, wurde er von diesen Aufgaben entbunden und dann machte er eben das, was er sehr gut konnte, Memoranden schreiben, Überlegungen, nicht? Also wie sollte die Zeitung so und so aussehen. Auch bei Christ und Welt kennen die jüngeren Redakteure kaum wirklich die Biografie des Chefredakteurs. Als Giselher Wirsing dem Stern Moral auf Striptease-Basis vorwirft, wehrt Henry Nannen sich in einer Fernsehsendung des NDR mit Verweisen auf Wirsings Vergangenheit. Der Autor dieses Artikels ist der Chefredakteur der Zeitung Christ und Welt, Herr Dr. Giselher Wirsing. Nun hat man in einer Zeitung ein Archiv und ich habe mal in unserem Archiv nachgeguckt, wer Herr Giselher Wirsing ist. Dieser Giselher Wirsing ist im Jahr 1938, im gleichen Jahre, in dem Herr Eichmann nach Palästina beordert wurde, von derselben SS-Dienststelle nach Palästina zur Erörterung der Judenfrage geschickt worden. Und dieser selbe Giselher Wirsing, der in den Personalakten des Reichssicherheitshauptamtes als ein williger, fleißiger und außerordentlich wertvoller Mitarbeiter bezeichnet wird. Diesen Mann zitieren Sie und sagen Sie. Also darf ich mal sagen, doch, Herr Nannen, ich habe ihn nur zitiert. Rudolf Augstein war in der westdeutschen Medienlandschaft der bekannteste Gegner der Politik Adenauers. 1962 will die Regierung auch dieses Problem auf ihre Weise lösen.
Am Abend des 26. Oktober besetzt die Polizei die Redaktionsräume des Spiegel am Speersort in Hamburg. Der Vorwurf: Verdacht auf Landesverrat und Beamtenbestechung. Augsteins Magazin wird für 4 Wochen von der Staatsmacht lahmgelegt. Der Anlass? Ein Artikel über die NATO-Herbstübung Phalex 62. Darin sollen geheime Dokumente veröffentlicht worden sein. Rudolf Augstein und seine beiden Chefredakteure werden festgenommen. Nun, meine Damen und Herren, wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich war befreundet mit Augstein und bin damals gleich hingefahren zu ihm und habe dann auch mit seiner Frau zusammen uns überlegt, was man tun kann. Und da kam deutlich raus, die Unterlagen, die mussten verschwinden, die sollten die nicht noch kriegen. Und die habe ich dann genommen und habe sie in unserem Weinkeller versteckt. Ein nie dagewesener Proteststurm zieht durch die Republik. Fast alle Zeitungen stehen auf Seiten des Spiegel. Journalisten verfolgt wie im Obrigkeitsstaat. Das geht zu weit. Auch an den Universitäten finden Protestveranstaltungen statt. Die Bundesrepublik in Aufruhr. Die Regierung am Pranger. Die Nachbarn des Spiegel, der Stern und die Zeit helfen, so gut es geht, ihren bedrängten Kollegen. Sternchef Henry Nannen auf einer Protestveranstaltung an der Hamburger Universität. Kein Journalist konnte vorher feststellen, wo ist die Grenze. Und in dem Augenblick, in dem man die Grenze überschritten hat, sagt der Betroffene, der Partei ist, nämlich der mit diesem Journalisten streng verfeindete Verteidigungsminister, du hast die Grenze überschritten. Als Augstein freigelassen werden muss, ist er beinahe zum Volkshelden geworden. Beweisen konnte man ihm gar nichts. Die Freundin seiner Frau, die die wichtigsten Unterlagen versteckt hatte, schweigt auch vor dem Untersuchungsrichter. Das Verhör nimmt einen merkwürdigen Ausgang. Meine Art zu reden war, hatte den Richter wohl überzeugt, ich bin entlassen worden. Und wie ich an der Tür war, sagte er, ach, ich habe noch eine persönliche Frage. Ich sage, ja bitte, was? Ja, sagen Sie, warum hat eigentlich der Spiegel ein Spionagenetz? Ich sage, wie bitte? Ja, das sind doch Spione, die ihr ausschickt. Ich sage, Sie meinen Rechercheure. War dem Richter total fremd. Und das war immerhin 62. Da war ihm das total fremd, dass Zeitungen mit Rechercheuren arbeiten. Und dass Rechercheure scheinheilige Fragen stellen oder überhaupt ausfragen. Das war ihm neu. Die Spiegel-Affäre stärkt das Selbstbewusstsein der Presse. Sie entwickelt sich zur vierten Gewalt. Von dem Moment ab war die Einstellung zur Presse eine freiere Einstellung, weil die Leute sich gesagt haben, hoppla, wenn da irgendetwas gegen die Presse unternommen wird, dann zeigen die sich geschlossen, solidarisch. Das gibt eine Macht, gegen die die Regierung nicht aufkommt. Aber bei Christ und Welt, damals noch der auflagenstärksten Wochenzeitung in Deutschland, bleibt alles beim Alten. Giselher Wirsing, der Wendehals, versteht die Welt nicht mehr. Für ihn war das, was in der Spiegelkrise damals geschah, die Aktionen, die dort passierten, das war Staatsnotwehr. Staatsnotwehr, da ging Rechtsstaat, Demokratie, das war völlig für ihn in dem Moment, das waren überhaupt keine Kategorien, in denen er dachte. Denn dann haben also wir Jungen in der Redaktion gesagt, so nicht. Nun muss das Ruder herumgerissen werden oder wir gehen geschlossen weg. Und dann haben also Karl Gustav Ström und ich einen ganzseitigen Artikel geschrieben mit der Überschrift Demokratie ohne Demokraten, wo die bisherige Linie von Christ und Welt also um 180 Grad geschwenkt wurde. Kritik an Wirsing kommt auch von außen. In Ost und West mehren sich Berichte wie der des neuen Deutschland. SS-Spion Wirsing wühlt in Prag. Man hat natürlich Wirsing in Konferenzen oder in Einzelgesprächen vorgeworfen, dass seine Vergangenheit, die eine große Rolle eben in Angriffen, bei Angriffen von außen spielte, das Blatt hindere.
einer jüngeren Generation frei gegenüberzutreten, er also damit eine Belastung für die Redaktion sei. Erst 1970 löst der damals 34-jährige Ulrich Frank Planitz den Chefredakteur ab. Das Ende der Nachkriegsära, die 68er-Zeit, war Giselher Wirsings Welt nicht mehr. Der Wandlungsfähige war erstarrt. Auf die verleumderischen Unterstellungen von Herrn Dr. Barzel nicht ein. Mehr Demokratie wagen. Der neue Geist hat Bonn erreicht. An publizistischer Unterstützung fehlt es nicht. Allen voran Henry Nannen. Der Luftwaffenkriegsberichter und Willy Brandt, der Redakteur sozialistischer Emigrantenblätter, jetzt stehen sie auf derselben Seite. Wie nur wenige hat sich Henry Nannen dann doch öffentlich seiner Geschichte gestellt. Im Stern vom 1. Februar 1979 bekennt er, ja, ich war zu feige. Seit Ende der 80er Jahre wird abgerechnet. Eine neue Journalistengeneration beginnt zu recherchieren und wird fündig. Werner Höfer, ehemaliger WDR-Fernsehdirektor, stürzt Ende 1987 über einen Artikel aus der Nazi-Zeit. Darin hatte er die Hinrichtung eines angesehenen Künstlers bejubelt. Höfer fühlt sich unschuldig, er ist fassungslos. 1995, Peter Grubbe, berühmter Sternschreiber, Buch- und Filmautor, Dritte Weltspezialist, wird als Nazitäter enttarnt. Grubbe, alias Klaus Volkmann, war als Kreishauptmann in Ostpolen an der Organisation des Holocaust beteiligt. Grubbe sagt, ich bin mit mir im Reinen. Julius Fiehl, ehemaliger Redakteur der Stuttgarter Zeitung, Autor von Wanderbüchern, steht im Dezember 2000 vor Gericht. Er wird schuldig gesprochen, bei Kriegsende als SS-Offizier 7 Juden erschossen zu haben. Fiehl erhält 12 Jahre Freiheitsstrafe. In der zentralen Stelle zur Aufklärung der NS-Verbrechen stoßen wir auf ein Ermittlungsverfahren aus den frühen 60er Jahren. Beschuldigt Offiziere der Einsatzgruppe B, unter ihnen auch Dr. Horst Mahnke. Mahnke wurde damals von seinen SS-Kameraden, Vorgesetzten und Untergebenen schwer belastet. Sie alle sollen 1941 an der Erschießung von etwa 3000 Juden in der Gegend von Smolensk beteiligt gewesen sein. Auch Mahnkes Vorkommando Moskau war beim Morden dabei. Trotzdem kann man ihm, wie den meisten anderen auch, nichts beweisen. Das Verfahren wird eingestellt. Auch wenn die Zeitzeugen für immer verstummen, die Akten in den Archiven werden weitersprechen. Auskunft geben über Karrieren, Verfehlungen und Verbrechen. Auch von Journalisten.